Seit ich das Licht der Welt erblickt hab, meine Füße laufen lernten, hab ich festgestellt, es gibt nur Dreck und Abschaum auf der Erde. Und in meinem Kopf staute sich die Aggression. Unterdrückt durch Psychologen, Alkohol und harte Drogen kam es zur Psychose. Mein Hirn drohte zu platzen, also schneiderte ich mir eine Jacke aus toten Katzen und beschloss, nie wieder ein Sklave des Systems zu sein. Nie mehr einheitlich anpassungsfähig wie ein Legostein. Und jetzt pack ich die Heckenschere ein und geh auf Schnitzeljagd, weil ich lebende Menschen nicht ertrag. Ein verfickt schöner Tag, jetzt wird mit Blut rumgeschmiert, weil ich beim Anblick von Gewalttaten Genugtuung verspür. Ich denke mit Lucifers Hirn und seh mit dem dritten Auge. Ich verkünde, es wird nur der nicht gequälte, der an mich glaubt. Und ich lebe meinen Traum von einer Welt aus Angst und Hass. Ich kann nicht länger kriechen, dafür ist mein Geltungsdrang zu stark. Heute ist ein schöner Tag, denn heute ist die Rache mein. Ich starte meinen Feldzug und die Stadt gleicht einer Schlachterei. Zermatscht immer rein, zerstückt das Fleisch und Schlamm, du rufst um Hilfe, doch ich helf dir nicht. Ich wälz mich in dem ganzen Blut. Heute ist ein schöner Tag, denn es gibt was zu feiern. Charlies Geburtstag, ein guter Grund, ihn nachzueifern. Panik verbreitet sich in der gesamten Nachbarschaft. Und aus der schönen Vorstadt, die Dille, wird ein Massengrab. Was ist das? Weder Vogel, Flugzeug oder Superman. Es ist Dr. Reim, Chirurg, der mordend durch die Schule rennt. Sich in den Blutresten wälzt und geisteskrank klar. Dieser Typ sieht rum wie bei einer Heiß-Ketchup-Fracht. Es ist leichter gesagt, als getan, mich aufzuhalten. Jetzt streichel ich dich sanft und mach dann Tata aus deinem Skull. Reiß dir die Organe aus dem Hals und werf sie durch die Gegend. Starten Leichen aufeinander, heißt dich wie mit toten Tetris. Die menschliche Haut ist ein Gefängnis wie ein Vogelkäfig. Ich helf euch nur raus aus der Hülle, ihr Idioten, seht nicht ein, dass meine Taten nur zu euren Besten sind. Stattdessen hetzt die Deppen blind und stellt mich hin als Besten. Doch ich rette diese Erde vor der Krankheit namens Mensch. Mit meiner Heckenschere bin ich auf dem Schlachtfeld präsent. Gehe grausam vor, dass es euch die Nackenhaare kämpft. Am 78. Geburtstag meines Vorbilds Charlie Manson. Heute ist ein schöner Tag, denn heute ist die Rache mein. Ich starte meinen Feldzug und die Stadt gleicht einer Schlachterei. Zermatscht immer rein, zerstückelt das Fleisch und Schlaf. Du rufst um Hilfe, doch ich helf dir nicht. Ich wälz mich in dem ganzen Blut. Heute ist ein schöner Tag, denn es gibt was zu feiern. Charlies Geburtstag, ein guter Grund, ihn nachzueifern. Panik verbreitet sich in der gesamten Nachbarschaft. Und aus der schönen Vorstadt-Idylle wird ein Massengrab.